In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man das charakteristische Polynom einer Matrix aufstellt bzw. wie man dann mit seiner Hilfe die Eigenwerte der Matrix bestimmen kann. Als erstes wollen wir die Ansätze für die Berechnung sowie die Verbindung zwischen diesen zwei Begriffen erklären. Das charakteristische Polynom einer Matrix wird mit folgendem Ansatz bestimmt. An dieser Stelle bezeichne ich es mit P von Lambda und es ist gleich der Determinante aus der Matrix selbst minus Lambda mal E. Wobei E natürlich die Einheitsmatrix ist. Indem man die Determinante in Abhängigkeit von Lambda bestimmt, entsteht ein Polynom zweiten, dritten, vierten, fünften Grades und so weiter. Und die Nullstellen dieses Polynoms sind genau die Eigenwerte der Matrix. Also, wir lösen eine Gleichung mit bekannten Mitteln und die Ergebnisse sind genau die Eigenwerte. Als Hinweis, für die Bestimmung der Nullstellen werden die üblichen Verfahren wie Satz vom Nullprodukt, Mitternachtsformel, Polynomdivision oder das Horner-Schema benutzt. Zum Einstieg zuerst ein sehr einfaches Beispiel mit einer 2x2-Matrix. Wir erinnern uns, das was jetzt rechts steht, das wollen wir bestimmen, also Determinante von A minus Lambda E. Aus diesem Grund stellen wir das erstmal auf. Also A minus Lambda E bedeutet nichts anderes als 1, 3, 0, 2, minus, und das Lambda kann ich auch in die Einheitsmatrix reinbringen. Dann habe ich Lambda, 0, 0 und Lambda. Zusammengefasst sind das dann natürlich 1 minus Lambda, 3, 0 und 2 minus Lambda. So, und für diese Matrix müssen wir die Determinante bilden. Also Determinante aus 1 minus Lambda, 3, 0 und 2 minus Lambda. Dafür, weil es 2x2 Matrix ist, macht man das überkreuzte Produkt hier. Dann hat man 1 minus Lambda mal 2 minus Lambda minus 0 mal 3 sind 0. Und somit ist unser charakteristisches Polynom fertig. Wir könnten natürlich an dieser Stelle noch die Klammer auflösen und zusammenfassen, aber wir werden gleich sehen, das macht keinen Sinn, weil wir dieses Polynom gleich 0 setzen wollen. Also, 1 minus Lambda mal 2 minus Lambda ist gleich 0. Und aus diesem Grund habe ich die Klammer nicht aufgelöst. Jetzt kann ich diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt anwenden. Also linke Seite 0 setzen, 1 minus Lambda ist 0. Somit ist Lambda 1 gleich 1. Alternativ kann auch noch die zweite Klammer 0 werden. Da formen wir auch nach Lambda um. Und das sind unsere zwei Eigenwerte. Natürlich verkompliziert sich ein bisschen die Sache, wenn wir eine 3x3-Matrix haben. Rechts wieder die Formel oder unser Rechenansatz. Also, als erstes möchten wir natürlich diese Matrix bilden. Und zwar, wir haben dann 2, 1, minus 2, also die Matrix A, minus, ich schreibe hier hinterher, ich bringe Lambda in die Einheitsmatrix rein, dann habe ich Lambda 0, 0, 0, Lambda 0 und 0, 0, Lambda. Dann verrechne ich die zwei Matrizen miteinander und habe dann 2 minus Lambda, 1 und minus 2, 1, 2 minus Lambda und 2 und minus 2, 2 und minus 1 minus Lambda. So, für diese Matrix wollen wir jetzt die Determinante bestimmen. Dafür werden wir natürlich Sarus benutzen. Geht am schnellsten. Also ich schreibe sie nochmal ganz kurz ab, minus 2, dann 1, 2 minus Lambda, 2 und minus 2, 2 minus 1 minus Lambda. Dann schreibe ich die ersten zwei Spalten hier hinten ab, 1 und minus 2, 1, 2 minus Lambda, 2 und dann legen wir los. Erstmal die positive Richtung. Da haben wir zusammengefasst 2 minus Lambda ins Quadrat mal minus 1 minus Lambda. Dann minus 4, nochmal minus 4 und dann die negative Richtung, minus 4 mal 2 minus Lambda minus 4 mal 2 minus Lambda und am Ende noch
minus 1 mal minus 1 minus Lambda. Gut, mit Ausklammern und so kommen wir nicht weiter. Es sieht nicht so aus, als hätten die Terme was gemeinsam oder als würden sie sich aufheben. Deshalb lösen wir teilweise die Klammer auf und fassen zusammen. Als erstes, hier diese quadratische Klammer ist eine binomische Formel. Und zwar 4 minus 4 Lambda plus Lambda ins Quadrat mal die andere Klammer schreibe ich vorerst ab. Dann haben wir hier minus 4 minus 4, also minus 8. Minus 4 mal 2 minus Lambda mit der anderen Term sind minus 8 mal 2 minus Lambda. Und die hintere Klammer können wir schon auflösen. Das sind dann plus 1 und plus Lambda. Gut, dann weiter geht's. Wir lösen hier die zwei Klammern auf. Hinaus, dann haben wir minus 4 minus 4 Lambda, dann plus 4 Lambda und plus 4 Lambda Quadrat. Am Ende noch minus Lambda hoch 2 und minus Lambda hoch 3. Minus 8 wird abgeschrieben, dann habe ich hier an dieser Stelle minus 16 plus 8 Lambda. Und dann plus 1 plus Lambda. Und jetzt alle passenden Terme zusammenfassen. Lambda hoch 3 gibt es nur einmal, deshalb schreibe ich es an erster Stelle. Dann habe ich hier 4 Lambda Quadrat minus 1 Lambda Quadrat sind natürlich plus 3 Lambda Quadrat. Minus 4 Lambda plus 4 Lambda verschwindet, aber hier hinten haben wir nochmal 9 Lambda dazu. Und die Zahlen. Dann haben wir hier minus 4, minus 8 und minus 16, so minus 28, plus 1 sind minus 27. Also, das wäre dann unser charakteristisches Polynom, dem wir auch gleich 0 setzen werden. Wenn wir dieses Polynom 0 setzen jetzt, dann machen wir es hier an der Stelle, minus Lambda hoch 3 plus 3 Lambda Quadrat plus 9 Lambda minus 27 gleich 0, sollte uns auffallen, dass es nicht trivial lösbar ist. Das bedeutet, ausklammern bzw. Satzvolumenprodukt und Produkt tut es nicht, weil hier der hintere Term kein Lambda hat. Mitternachtsformel und Substitution sind auch nicht anwendbar, also bleiben zum Auswahl entweder Polynomdivision oder das Horner-Schema. Ich bevorzuge jetzt Polynomdivision. Dafür brauche ich allerdings eine Nullstelle, also müssen wir eine erraten. Kurz als Hinweis, wir erinnern uns, die Nullstellen eines Polynoms, wenn exakte Nullstellen gibt, sind immer Teiler von dem hinteren Zahl hier. Also, wir überlegen uns, welcher Teiler die minus 27 hat. Natürlich 1 minus 1, 3 minus 3, 9 minus 9 oder 27 minus 27. Naja, so hoch wollen wir gar nicht denken. Wenn wir jetzt 1 oder minus 1 nehmen, wegen dieser minus 27 hier hinten, wird bestimmt nicht 0 rauskommen. Aber wenn wir es jetzt zum Beispiel mit Lambda gleich 3 probieren, dann hätten wir minus 3 hoch 3 plus 3 mal 3 hoch 2 plus 9 mal 3 minus 27 und wir erkennen schon, minus 27 plus 27 und plus 27 minus 27 ergibt tatsächlich 0. Das bedeutet, die erste Nullstelle oder der erste Eigenwert wäre Lambda 1 ist 3. So. Die nutzen wir jetzt, um dieses Polynom mit Polynomdivision zu zerlegen. Das bedeutet, hier an der Stelle schreibe ich es nochmal kurz ab, plus 9 Lambda minus 27 geteilt. Das passende dazu lineare Faktor lautet Lambda minus 3. Jetzt können wir loslegen. Minus Lambda hoch 3 geteilt durch Lambda sind minus Lambda hoch 2. Und das wird wieder mit jedem Term hier multipliziert. Dann haben wir minus Lambda hoch 3. Wir drehen gleich das Vorzeichen um. Dann ist es plus Lambda hoch 3. Und minus Lambda hoch 2 mal minus 3 sind plus. Schreiben tun wir minus. Für den Fall, dass ihr gewohnt seid, anders dieses Schema zu rechnen, man kann auch eine Minusklammer benutzen. Die habe ich jetzt sofort aufgemacht. Sonst ist es immer noch das gleiche Prozedere. Gut, die zwei Terme verschwinden. Dann holen wir die nächsten zwei runter. Und dann von vorne. 9 Lambda durch Lambda sind natürlich 9. Dann haben wir hier minus 9 Lambda
Und minus 27, wenn wir das Vorzeichen umdrehen, wird es zu plus 27 und damit kürze ich alles weg. Also war diese Lambda gleich 3 tatsächlich eine Nullstelle. Um die weiteren Lösungen zu bekommen, müssen wir natürlich noch dieses Ergebnis hier in 0 setzen. Also minus Lambda hoch 2 plus 9 sind 0. Dann machen wir plus Lambda hoch 2, somit ist Lambda hoch 2 9 und ziehe natürlich die Wurzel und kriege noch zwei Lösungen raus. Lambda 2 wäre dann ebenfalls 3 und Lambda 3 sind dann minus 3. Also insgesamt hätten wir dann praktisch nur noch zwei verschiedene Eigenwerte, weil die Lösung hier unten Lambda gleich 3 doppelt vorkommt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Als erstes, die Eigenwerte werden dazu benötigt, um die Eigenvektoren oder die Eigenräume zu bestimmen. Das ist dann Teil eines anderen Tutorials, das ihr in der gleichen Playlist finden werdet. Noch ein Hinweis, das charakteristische Polynom kann man auch mit Hilfe der Spur bzw. der Determinante einer Matrix bestimmen, aber das behandle ich dann auch ausführlich in ein anderes Tutorial. Die Eigenwerte spezieller Matrizen wie Diagonal-, Dreiecks- oder symmetrischen Matrix werden normalerweise mit anderen vereinfachten Ansätzen bestimmt. Und in der gleichen Playlist findet ihr natürlich noch weitere Tutorials zu dem Thema Matrizen oder lineare Algebra.